Ah, wir werden verfolgt. 44 Kisten, Alter, das ist viel, oder? Und wir müssen rutschen. Bloß mache ich das nicht mit Kreis. Weil mit Kreis. Oha. Ach so. Das sind so eine Minen, die uns ausbremsen, aber nicht töten. Ich mache das halt nicht mit Kreis, sondern mit R1. Weil das habe ich früher schon gemacht. Ne? PS1 Crash 3. Da habe ich das schon gemacht. Mit R1. Ist für mich halt angenehmer. Muss ja jeder für sich selbst wissen. Aber es ist halt auch leichter, R1 und X zu drücken als Kreis X. Es geht natürlich auch. Ist nicht wirklich schwer, aber. Ich meine, warum soll man sich unnötig schwer machen? Warum sollte man, wenn es auch leicht geht? Ich will immer irgendwie da oben rauf, weil ich denke, ah, da kann auch was sein. Ist aber meistens nicht. Alter, das glaube ich jetzt selber mal nicht, ne? Man muss halt echt so für sich mitzählen, weil es ist ja immer fünfmal und dann zerbricht die Kiste. Ja gut, das bringt mir jetzt eigentlich ja recht wenig. So, die Kiste zerbricht jetzt beim nächsten Mal. Aber ich schaff's trotzdem. Hab ich jetzt alles? Da steht jetzt, mein Fernseher schaltet sich aus. Ach so, ich kann ja da gucken. Ja, ich hab alles. Ich sollte vielleicht nicht weiterlaufen. Ah, 9 Kisten. Die müssten jetzt ja noch auf dem Weg hier liegen. Oh Gott. Schnell weg. Muss los. Gleiches Loch. Gibt's ja nicht. Ja, diesmal aber nicht. Ah, diesmal ist es das nächste. Schön. Liegt da leider das Leben. Dafür haben wir aber alles.
Habe ich jetzt nicht 5? Ich hab doch 5, er wollte sich doch bei 5 melden. Ich dachte, er meldet sich jetzt. Ripper Roo, oh, der erste Boss. Und gleich Ripper Roo. Ach so, das ist der. Der Kampf ist das. Ich dachte, nämlich... Hä? Ach so, ja, gut. Ich dachte nämlich, das wäre, also dass der Kampf schon im ersten Teil war, aber es war ja nicht. Ich weiß leider nicht, wo ich safe bin und wo nicht. So, und jetzt noch einmal mit Nitro-Kisten muss ich das überleben. Oh mein Gott. Professor pulverisiert. Okay, wir haben den Boss und es kommt immer noch keine Meldung. Aber es soll mir soweit egal sein. 17% haben wir schon. Hoch, speichern, laden. Wir gucken mal. Okay, der hat wieder so einen automatischen. Ich speichere jetzt auch mal hier drauf. Ja. Den hoch. Wie er mit seinem Finger zeigt. Hä? Ach, jetzt meldet er sich. Endlich. Wie ich sehe, war Ripper Roo wieder mal keine echte Herausforderung. Aber kommen wir zur Sache. Es sind noch Kristalle zu sammeln. Genauer gesagt 20 Stück. Bald richten sich alle 13 Planeten aus und es wird eine Macht entstehen, die die Erde zerreißen kann. Aber wenn man sie richtig einsetzt, können die Kristalle die Energie aufnehmen und eindämmen. Crash, bist du das? Ich habe dich schon überall gesucht. Ich habe nicht viel Zeit, dir das zu sagen, aber du musst vorsichtig sein. Kortex zu vertrauen ist sicher keine gute Idee. Ich kann die Verbindung nicht mehr lange offen halten. Crash, finde... Snowbiz. Ach, guck mal, hier haben wir immer den Boss, aber der ist logischerweise noch nicht... Ja, moin. Oh cool, wir können sie jetzt auch immer spielen. Eigentlich ergibt es ja nicht so wirklich Sinn, ne? Weil sie gerade mit uns geredet hat und die Verbindung abgebrochen ist und sie ja nicht bei uns ist. Das Blöde ist, ich habe jetzt nicht gesehen, gab es hier zwei Edelsteine oder nur einen? Weil wenn es nur einen gab, dann brauche ich gar nicht alle Kisten sammeln. Kann man das nochmal sehen? Nee, oder? Weil dann sind da auf jeden Fall Kisten im anderen Weg. Oh, was?
Ah, ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier nur einen gab. Deswegen laufen wir jetzt einfach mal durch. Da wir den roten halt nicht haben. Oder wobei. Nee, wartet mal. Snowbiz? Ich glaube, das ist das Level, wo wir den roten kriegen. Aber hier brauchen wir auch den roten. Okay, interessant. Schade. Wir schauen mal. Lächerlich. Ich meine, ich habe gelesen, dass es Snowbiz war, aber ich bin mir ehrlich gesagt jetzt nicht mehr sicher. Ich schaffe es nicht. Och, meine Fresse. Okay, das ist so ein Teil. Das auch. Nächster Checkpoint. Hä? Man stirbt halt einfach. Er springt einfach zu weit. Machen wir das anders. So. Die fallen auch runter, ja, aber klar. Ganz vorsichtig. Der Bonus. So, zurück ist hier nichts. Also irgendwo muss noch was kommen. Ah, ich weiß es nicht. So, jetzt schwer einzuschätzen, wie weit wir im Level schon sind, weil ich halt auch die Kisten nicht eingesammelt habe. Aber hier ist der Kristall. Das hat ja meistens auch nichts zu sagen, ne? Hier ist Ende. Habe ich mich doch verlesen? Weil wir brauchen auf jeden Fall den roten halt. Aircrash, das ist das Level. Das hätten wir vorher spielen müssen. Ich hätte einfach rausgehen sollen aus dem Level und dann das hier machen sollen. Eine Todesplattform, okay. Todesplattform könnte man so kennen, ne? Ich kenne sie auf jeden Fall vom dritten Teil. Man darf bis dahin nicht sterben, sonst verschwindet die Plattform. Schauen wir mal, ich hoffe, ich schaffe das. Ich denke auch, wir sammeln alles. Wobei, wenn ich eh ins andere Level gehe, dann bringt mir das ja gar nichts. Heißt, wir gehen doch so durch. Ich weiß auch nicht, ob man das wieder auf Zeit machen muss. Wir schauen einfach mal. Ich fahre jetzt einfach mal so durch. Das ist der Bonus. Okay. Der Kristall.
bin ein Idiot. Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Crash Bandicoot Insane Trilogie Parts. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.